Genau eine Woche ist es her, dass die Koalitionsgespräche in Deutschland gescheitert sind. Eine neue Regierung noch in diesem Jahr? Mehr als unwahrscheinlich. Der Weg zu einer Regierung ohne Neuwahlen führt jetzt über die SPD. Bundeskanzlerin Merkel kämpft um ihre Macht und sie wirbt für Verhandlungen. Das Wahlergebnis legt das auch nahe, dass wir Verantwortung übernehmen sollten. Und für uns ist es wichtig, dass wir Stabilität im Lande schaffen und dass wir der Anker von dieser Stabilität auch sind. Deshalb sind wir bereit, Gespräche mit der SPD aufzunehmen. Die SPD hatte sich bisher gegen Koalitionsverhandlungen gewehrt. Nach Vermittlung von Bundespräsident Steinmeier und Druck von Sozialdemokraten in anderen Ländern lenkt sie ein, wenn auch nur zaghaft. Vor allem mit Merkel wollen die Sozialdemokraten eigentlich nicht mehr regieren, aber zumindest mal sprechen. Ich glaube, in diesem Gespräch werden wir ausloten müssen, ob es überhaupt Sinn macht, weiter miteinander zu reden über zwei Dinge. Was sind die Inhalte, bei denen wir zusammenkommen können? Und was ist die Form, in der wir in diesem Land zusammenarbeiten? Die SPD, eigentlich die Wahlverliererin, sitzt jetzt am längeren Hebel. Ein Machtspiel, das die Koalitionsverhandlungen noch um einiges verlängern könnte.